Was ist denn los? Du hast hier auch nur normale Kisten. Die stehen offen rum. Zepp. Und du hast einen Schrank. Auch keine Kisten. Oh, hier hinten steht eine Kiste. Okay, Dynamit. Hopp, F. Dynamit fallen lassen. Stabile organische Energie geortet. So. Geil, Tafel. So, Mau, ich hab die Kiste. Da, was ich wollte, danke. Hi. Nix. Gut. Steintafel. Und die sollten wir jetzt wieder zu Masum bringen. Also wieder eine halbe Weltreise. Oh Gott. Hopp. Metall geortet. Mir jetzt egal. Ich will hier endlich mal fertig werden. Hopp, hopp, hopp. Oh, hier sind wieder die Krabbelfiester. Wenn. Hopp. Da dreht dann toll warm mit dem... Oh! Stabile organische Energie geortet. Mit dem Wagenbursch. Masum. Hopp, absteigen. Oh Gott, was macht er denn schon? Wieder für Yoga-Übungen. Masum, mein Ansehen heilen. Komm, heile mich erstmal. Könntest du mich jetzt heilen? Ja, ja, natürlich. Und dann zeige ich dir die Tafel. Mach. Shazam. So, drei Kreuze, wenn ich hier fertig bin. Tafel gefunden. Ich habe die Tafel. Großartig, danke, Ulukai. Ich nehme an, Mar konnte sie ohne Probleme für dich holen. Ja. Ja, er war mir eine große Hilfe. Großartig. Ich werde ein besonderes Gebet für sein Phantasma sprechen. Ich wusste, dass ich diesem Talaner trauen kann. Was ist mit dem Sankra-Symbol? Du wirst sehen, dass die vier Punkte des Symbols jeweils eines der vier Phantasmen der Talaner repräsentieren. Diese werden wie hier durch einen Pfad verbunden, den wir Sankra oder Chaos nennen. Warum? Wenn die Phantasmen sich auf diesem Weg befinden, müssen alle Talaner leiden. Du wirst es besser erkennen, wenn ich die Phantasma-Symbole für dich auf die Tafel zeichne. Danke.
Narn dachte, dass das Geheimnis des Tempels und das Sankra-Muster irgendwie miteinander verbunden seien. Ich frage mich, ob die Phandasma-Reliquien etwas damit zu tun haben. Hier, Ulukai. So, dann Tafel. Kannst du mir mehr über das sagen, was du hier gezeichnet hast? Ich kann es versuchen. Oben siehst du das Symbol für das Fae-Phandasma. Links ist das Ka-Phandasma, unten ist das Ganda-Phandasma und das letzte Symbol steht für das Eloe-Phandasma. Und was bedeutet das? Wenn die Phandasmen durch eine Linie verbunden sind, bedeutet dies, dass eines versucht, die Kontrolle über das andere zu erlangen und somit Sankra oder Chaos auf Adelpha herrscht. Könntest du mir ein Beispiel geben? Ich glaube, ich erkläre dir besser den ganzen Weg. Oh, ich glaube nicht, dass du das tun musst. Es wäre mir eine Ehre. Wenn das Fae-Phandasma das Eloe-Phandasma steuert, dann kommt eine Trockenperiode. Wenn das Eloe-Phandasma das Ka-Phandasma kontrolliert, dann folgt eine Zeit, in der wir zu viel Wasser haben. Du meinst eine Flut? Ich kenne das Wort der Agakamon dafür nicht, aber es bedeutet, dass in dieser Zeit alles vom Wasser bedeckt ist. Wenn das Ka-Phandasma die Kontrolle über das Ganda-Phandasma übernimmt, kommt die Zeit des fliegenden Erdreichs. Was? Das klingt für mich nach einem Sandsturm. Und wenn das Ganda-Phandasma die Kontrolle über das Fae-Phandasma übernimmt... Lass mich raten, dann gibt es einen Lava-Ausbruch. Du verstehst, Ulukai? Ja, ich habe es verstanden. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ach Gott. Gott, schauen wir uns mal die Tafel an. Zack, hoch. Kreis. Muss ich das erstmal rausnehmen? Es fängt hier an. Oder ich fange mit dem an. Mit dem habe ich angefangen. Hat dann das, dann das, dann das. Okay, ich nehme mal die anderen zwei raus. Ich nehme mal das und das raus. Setz das nochmal gleich neu ein. Und dann gucke ich mal, ob hier eine Treppe entsteht. Weil zumindest hat es vor uns gefrummelt. Sonst kam wie eine kleine Ladesequenz. Videosequenz. Hat sich aber dann ins Nichts aufgelöst. Ohne Grund kann ich die Dinger ja nicht rausnehmen hier. So. Weg. Ah, mein Toll war. Passt wieder durch, ja. So, wir merken uns, unser Tolva steht hier am Tempel. So, ewig. Ja.
Verdammt! Ach komm, du hast ja jetzt nicht das Bein gebrochen. Da unten ist ein Schlüssel. So. Wozu auch immer ich einen Schlüssel brauche. Ich bin echt zu faul, die eine Stadt da komplett abzuklappern. Wir nehmen das Ding raus und setzen nochmal neu ein. Passiert jetzt was? Passiert nichts. Das ist ja mies. Steintafel. Ich habe jetzt das. Es ist jetzt besser, wenn ich das mache und dann das. Dass ich die Pfeile rückwärts verwende. Als nächstes ein Blitz. Blitz benutzen. Ja. Auch nichts. Hat Krummel Krummel gemacht und gut war's. Warum ich immer so weit laufen muss. Ah, Gott. Hopp, hopp, hopp. Korrekt, ja. So. Es geht hoch. Und bleibt unten. So. Weil vor uns haben wir schon so angefangen. Mit dem Tetris-Stein. Fangen wir nochmal an. Tetris-Stein.
Wird noch blöd hier. Tetrisstein. Blitz raus und wieder rein tun. So, es geht hoch und wieder runter.